Ja, der Handelskrieg hat die Märkte diese Woche ganz schön in Atem gehalten und haben den Dow doch wieder weit entfernt von der 13.000-Punkte-Marke. Bei mir Robert Halber von der Baader Bank. Ja, sehen wir jetzt erstmal das Sommer ausatmen. Wir haben ein Thema für den Sommer, ja, den Handelskrieg. Aber die Frage ist, ist es ein Handelskrieg oder muss man zwischen den Zeilen lesen? Auch ein Trump weiß natürlich, dass ein harter Handelskrieg ihm wehtut. Zum Beispiel auch seinen Farmern in den USA. Die haben Trump gewählt zu 80%, was man hört. Ja. Und ein Handelskrieg, wenn er sich wirklich auswächst, wird ja bedeuten, dass man Mais und Weizen nicht mehr so verkaufen kann. Und die sind schon sehr kritisch im Augenblick, was man so hört. Von daher erwarte ich nach wie vor, dass bis zur Kongresswahl sicherlich massiv Handelsrhetorik betrieben wird, dass Herr Trump dann nochmal zur Höchstform aufläuft, aber dass man anschließend schon reden kann. Man wird einen Kompromiss finden. Natürlich wird man den finden, aber wir müssen leider jetzt bis November etwas durchhalten. Und was heißt dann Kompromiss? Kann es sein, dass wieder alle Handelszölle wegkommen? Also ideal wäre ja, wenn man sagt, wir machen Freihandel zu 100%, alle Zölle werden ersatzlos gestrichen. So einfach geht das zwar nicht, aber das wäre ja etwas, wo man vielleicht die Amerikaner auch mit einfangen könnte. Und die Lösung ist für mich ja sowieso eine ganz andere. Amerika hat Öl, Fracking-Öl. Wenn wir dieses Öl kaufen sollten, ja, und uns weniger dann von der OPEC abhängig machen, ist unser Handelsbilanzüberschuss relativ schnell deutlich geringer. Und das wird doch das Herz von Trump sicherlich erstrahlen lassen, weil damit ja auch dem Mittleren Westen, wo er seine Wähler hat, ein Riesenvorteil von Angela Merkel, von den Europäern zuteil wird. Ja, die Europäer haben seit heute jetzt auch also Handelszölle erlassen, zum Beispiel für Jeans, Alkohol, Harley-Davidson. Werden wir auch da noch ein Nachlegen sehen der Europäer? Erst muss die EU natürlich jetzt zur Glaubwürdigkeit auch etwas machen, aber diese Zölle sind ja noch nicht so, dass wir von einem Krieg reden können. Ja, das ist noch nicht mal eine Mobilmachung. Natürlich, es darf jetzt nicht eskalieren. Wenn jetzt Trump jetzt sagt, jetzt haue ich auf die Autos Zölle, nur die kann er jetzt nicht mehr so einfach durchsetzen, weil er kann nur dann Zölle für sich autonom beschließen, wenn es der nationalen Sicherheit Amerikas widerspricht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wer Mercedes, BMW, Porsche, Audi fährt in Amerika, dass damit ein Sicherheitsrisiko ausgelöst wird. Aber dennoch, die Handelsrhetorik ist natürlich wie ein Krampf der Märkte, die da verhindert, dass man nach oben wegbricht. Aber umgekehrt nach unten eben auch nicht, weil zum Schluss der Verstand, die Vernunft obsiegen wird und man wird nicht einen Handelskrieg provozieren, der für Amerika dazu führt, dass die Wirtschaft schrumpft und die Aktienmärkte. Ein amerikanischer Präsident mit schwachen Aktienmärkten ist noch nie wiedergewählt worden. Was heißt das jetzt für deutsche Anleger auch? Sollte man jetzt für den Sommer die Füße erstmal stillhalten oder ergibt sich da die ein oder andere Kaufgelegenheit? Der Aktiensommer wird zwar etwas wolkenreicher, aber es wird kein Donnerwettersommer, weil einfach schon mal klar ist, die Notenbanken halten dagegen. Das Schöne am Handelskrieg ist ja, oder an der Rhetorik Handelskrieg ist ja, dass damit auch Inflationsdruck unter Druck bleibt. Da muss man ja nichts machen seitens EZB und FED. Ist ja auch schon durch die Blume gesagt worden. Und da der Handelskrieg eben für mich nach wie vor nicht eskalieren wird, sollte man jede Schwäche nutzen. Am liebsten auch über regelmäßige Aktienansparpläne. Wir wollen ja günstig einkaufen. Im Einkauf liegt der Gewinn, auch bei Aktien. Sagt Robert Halber von der Baader Bank. Danke Ihnen und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse und schauen Sie auch gerne auf insidewirtschaft.de und liken Sie unsere Social-Media-Kanäle.